Willkommen im Basic 1 Video zum Thema Bewegungsaufgaben. Mein Name ist Nerma Puschka und ich werde dich in diesem Video durch die Berechnung einer Bewegungsaufgabe begleiten. Falls du das Intro-Video dieser Videoreihe nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, dir dieses zuerst anzuschauen. Du findest es in der Infobox. Ja, im Intro-Video haben wir begonnen, eine Aufgabe zu bearbeiten, in der zwei Personen in die gleiche Richtung fahren. Falls du dich nicht mehr so gut an die Angabe erinnern kannst, drücke jetzt auf Stopp und lese sie dir durch. Ich werde natürlich warten. Wir haben gemeinsam anhand der Aufgabenstellung eine Tabelle ausgefüllt. Diese Tabelle soll uns nun bei der Berechnung helfen. Wir sollen uns berechnen, nach wie vielen Kilometern Timo seine Schwester überholt. Wir verwenden dafür eine Gleichung. Bei einer Gleichung geht es darum, zwei gleiche Ausdrücke mit einem Ist-Gleich-Zeichen zu verbinden. Was aber könnte man nun in unserem Beispiel gleichsetzen? Anja und Timo legen die gleiche Strecke bis zur Überholung zurück. Das heißt, die Strecke von Anja bis zum Zeitpunkt der Überholung ist genau gleich lang wie die Strecke von Timo bis zum Zeitpunkt der Überholung. Das heißt, dass wir die Strecken von Anja und Timo gleichsetzen. Wir wollen also die Strecken von Anja und Timo ermitteln, um sie danach gleichsetzen zu können. Erinnere dich dazu an die zweite Klasse. Da hast du in Physik eine Möglichkeit zur Berechnung der Geschwindigkeit erlernt. Das kleine v steht für die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde. Diese kannst du dir berechnen, indem du die Strecke durch die benötigte Zeit rechnest. Die Zeit ist in Stunden angegeben. Das S in der Formel steht also für die Strecke. Das ist gut, denn wir benötigen eine Formel, um die Strecke von Anja und Timo zu ermitteln. Durch einfache Umformungen erhalten wir die Formel S ist gleich V mal T. Die Strecke S kannst du dir also berechnen, indem du die Geschwindigkeit mit der Zeit multiplizierst. Mit dieser Formel und unserer Tabelle können wir uns ganz einfach die Strecken von Anja und Timo ermitteln. Beginnen wir mit der Strecke von Anja. Wir schreiben für die Werte, die Anja zugeordnet sind, ein großes A in den Index. Also, Strecke von Anja ist gleich die Geschwindigkeit Anja mal Zeit Anja. Ja, und im nächsten Schritt setzen wir die ganzen Werte von Anja ein. Dabei ist unsere Tabelle sehr hilfreich, denn die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde ist 4 mal der Zeit in Stunden haben wir x. Somit wäre schon mal die Strecke von Anja ausgedrückt. Die Strecke von Timo ermittelt man mit dem gleichen Prinzip. Nimm am besten Papier und Stift und versuche die Strecke von Timo selbstständig zu ermitteln. Drücke jetzt auf Stopp und wenn du fertig bist, können wir gemeinsam vergleichen. Schön, dass du zurück bist. Genau wie bei Anja setzen wir für die Werte von Timo ein großes T in den Index. Das heißt, ST ist gleich VT mal TT. Dann setzen wir ein. ST ist gleich 12 mal x minus 1/6. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir den Ausdruck aus der Tabelle in Klammern setzen. Denn sonst hätten wir einen Fehler. Nun haben wir beide Strecken ermittelt und wir können zum nächsten Schritt übergehen. Erinnern wir uns noch einmal. Anja und Timo legen bis zum Zeitpunkt der Überholung genau den gleichen Weg zurück. Aus diesem Grund können wir sagen, dass zum Zeitpunkt der Überholung Anjas Weg gleich Timos Weg ist. Mit unseren Abkürzungen also SA ist gleich ST. Wenn wir die Ausdrücke von oben jetzt einsetzen, dann erhalten wir folgende Gleichung.
Und diese Gleichung müssen wir im nächsten Schritt nunmehr lösen. So, jetzt wo wir unsere Gleichung aufgestellt haben, müssen wir nunmehr unser x ermitteln. Das heißt, im ersten Schritt lösen wir mal die Klammer auf, das heißt, auf der linken Seite vom ist gleich verändert sich nichts. Auf der rechten Seite rechnen wir 12 mal x, das sind 12x. Und 12 mal minus 1 Sechstel sind minus 12 Sechstel. Ja, 12 Sechstel sind ja 2 Ganze. Das heißt, wir haben in der nächsten Zeile 4x sind gleich 12x minus 2. Und jetzt bringen wir noch die 12x auf die andere Seite, das heißt minus 12x. 4x minus 12x sind gleich minus 2. Das ergibt minus 8x ist gleich minus 2. Und dann noch dividieren durch minus 8, damit wir ein x erhalten. Das ergibt x ist gleich 2 Achtel. Gekürzt durch die Zahl 2 ergibt es dann 1 Viertel. Also ist unser x gleich 1 Viertel. Jetzt haben wir unsere Gleichung nach x aufgelöst. Doch was haben wir uns damit berechnet? Wenn du dir unsere Tabelle anschaust, siehst du, dass das x für die Zeit steht. Das bedeutet, dass Anja eine Viertelstunde geht, bis Timo sie überholt. Die Zeit, die Timo bis zur Überholung von Anja braucht, berechnest du dir, indem du ein Viertel minus ein Sechstel rechnest. Unsere Fragestellung lautet aber: Nach wie vielen Kilometern überholt Timo seine Schwester Anja? Was wir also wissen wollen, ist die Länge der Strecke, die die beiden bis zur Überholung hinter sich gelegt haben. Wir brauchen also wieder die Formel für die Strecke. Wir haben uns jetzt zwei hergeleitet, einmal die von Anja und einmal die von Timo. Welche von beiden wir jetzt nehmen, ist in dem Fall egal. Ich nehme die von Anja, weil sie kürzer ist. Du erinnerst dich bestimmt, die Strecke von Anja ist 4 mal x, das heißt die Geschwindigkeit mal der Zeit. Und wir haben uns ja berechnet, dass Anja eine Viertelstunde braucht, bis Timo sie überholt. Das heißt, wir können statt dem x jetzt ein Viertel einsetzen und 4 mal ein Viertel ergibt ein Ganzes. Das heißt, die Strecke ist 1 Kilometer lang. Und unser Antwortsatz lautet: Anja und Timo treffen sich nach 1 Kilometer am Weg zur Schule. Somit ist unser Beispiel fertig gerechnet und ich freue mich, wenn du im Basic 2 Video mit mir noch ein Beispiel gemeinsam berechnest.